Hi, ich bin Sascha, der Fleischsommelier bei Donkane. Und heute zeige ich euch mal unser neues Uruguay Beef und was es eigentlich so besonders macht. Unser Uruguay Beef. Wir haben es lange gesucht, dennoch gefunden, auch wenn wir eine kleine Hilfe hatten. Nämlich, es ist Steak Challenge Gewinner 2019 in England geworden. Und da haben wir uns natürlich besonders dafür interessiert, was macht es eigentlich so besonders. Und auch hier ist es die hundertprozentige Rückverfolgbarkeit, die ausgesuchten Black Angus Tiere, die Haltung, also in den freien Pampas laufen sie wirklich rum. Am Ende werden sie nochmal eingestallt und bekommen diese 120 Tage Korn-Mais-Fütterung. Und das ist genau dieser Grundstein für die besondere Qualität bei dem Uruguay-Beef. Wir haben uns jetzt hier für drei Cuts entschieden. Wir machen das klassische Ribeye, wir machen das Flap-Meat und das Flanksteak. Und was könnte besser zu dem Steak passen als ein paar ganz einfache und simple Beilagen? Wir machen uns so eine Spaltenkartoffel. Wir schneiden die uns gleich ein und dann kommt es einfach mit ein bisschen Olivenöl, bisschen Salz, bisschen Pfeffer auf den Grill. Da zieht sie dann durch. Wir machen Maiskolben. Da kommt nachher noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Olivenöl drauf. Und dann machen wir ganz klassisch eine Chimichurri. Das ist so eine Kräutersoße mit Petersilie, Knoblauch, Chili, viel Olivenöl, ein Spritzer Limette. Und das gibt man dann so als Beilage, eigentlich als Kräutersoße könnte man eigentlich auch sagen, zum Steak dazu. Aber in Südamerika ist das wirklich so die Soße zum Fleisch. Wir fangen an mit den Kartoffeln, die brauchen nämlich am längsten, aber da gibt es heute noch einen kleinen Tipp dazu. Durch diese Spaltenkartoffel ist immer ein bisschen schwierig, die Spalten gleich lang zu schneiden. Aber da habe ich aus dem Internet einen tollen Trick, den zeige ich euch mal. Für den Trick brauchen wir die zwei Stäbchen und natürlich die Kartoffel. Die schneiden wir unten einmal gerade ab, dann ist sie unten einmal durch. Und jetzt nehmen wir die Stäbchen links und rechts. Und jetzt können wir die Kartoffel so anschneiden und schneiden praktisch immer bis zu den Stäbchen. Dabei muss man die Stäbchen immer ein bisschen festhalten oder neu justieren. Und jetzt haben wir die Kartoffel ganz fein und ordentlich so aufgeschnitten. Hat man so Scheiben, aber nicht ganz durch. Und so legen wir die gleich auf den Grill. Und beim Grillen gehen die so ein bisschen auf und dann machen wir Olivenöl, ein bisschen Salz rein. Unsere vorgeschnittenen Kartoffeln, die kleben jetzt einfach noch so ein bisschen aneinander. Die können wir noch mal ein bisschen auseinanderdrücken. Und dann stellen wir die einfach auf die indirekte Seite vom Grill und lassen die jetzt einfach erstmal ein paar Minuten ziehen. Dann ist gleich Feuchtigkeit und die fangen an zu garen, dann kriegt man gleich ein paar mehr Lücken da rein. Und dann machen wir auch das erste Mal erst Olivenöl drauf. Solange können die einfach hier so ein bisschen vor sich her wurzeln. Ja, dann fangen wir mal mit unserer Chimichurri an, also unsere südamerikanische Kräutersoße. Also Kräuter kommen rein, es kommen noch ein paar Sonnenblumenkerne mit rein. Das kann man auch gut mit Pinienkerne machen. Wir machen ein bisschen Chili, für diese bisschen Schärfe wollen wir da drin haben. Öl, Knoblauch, ein bisschen Balsamico. Und das schneiden wir jetzt einfach erstmal alles runter. Als zweites machen wir unseren Maiskolben fertig und hier habe ich mir jetzt so vorgekochten Mais geholt und da mache ich einfach links und rechts so ein paar Spießer rein. Zack, Nummer 1, Nummer 2. So
So können wir die nachher am besten essen. Oder wir können die sogar noch in der Mitte teilen. Und dann haben wir gleichzeitig vier, wenn jemand jetzt keinen ganzen Maiskolben haben möchte. Und machen wir auch ein bisschen Olivenöl drauf. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Man kann jetzt anstatt auch Olivenöl, kann man zum Beispiel auch super gut Butter nehmen. Ne? Das ist ja fast sogar ganz klassisch, dieser Buttermais. Unterstützt so dieses eigene Aroma davon nochmal. Und ich mache nochmal jetzt ein bisschen Rosmarin und hoffe, dass ein bisschen Aroma jetzt gleich durch diese ätherischen Öle da reinfließt. Und legen den Mais einfach zu unseren Kartoffeln. Und Klappe wieder zu. Und jetzt werfen wir natürlich unseren Star auf den Grill. Unsere beiden Ribeyes, die kann man jetzt auch noch schön einbinden, dann hat man die rund. Aber wir lassen sie jetzt einfach so. Ich würze sie jetzt auch vorher nicht, mache kein Salz, kein Pfeffer dran. Aber ich habe die rechte Seite schon vom Grill richtig hochgeheizt. Deswegen hört man die Kartoffeln und den Mais jetzt auch ein bisschen stärker. Ich warte noch so 20, 30 Sekunden und dann kommen die Ribeyes auf den Grill. Jetzt habe ich hier nochmal meine Frühlingszwiebeln. Da kommt nachher das Grüne, kommt noch so ein bisschen auf den Mais drauf. Aber das soll so ein bisschen dieses Crunchige nachher geben. Diese unteren Zwiebeln eigentlich, die fand ich jetzt ganz schön. Die schneide ich so, ja, ich sag mal so 10 cm ab. Und die mache ich jetzt auch noch mit auf dem Grill. Und danach richten wir es alles auf einer Platte an, weil wir machen heute keine Tellergerichte, sondern eine Platte zum Teilen. So, ich hole jetzt unsere Steaks runter, die müssten jetzt fertig sein. Boah, und die sehen super aus. Guck mal, ja, sehr gut. Nummer 1. Nummer 2. Und die lasse ich jetzt noch mal gute 5 Minuten ruhen. Die haben eine schöne Dicke. Ja. Und dann kann ich noch mal den Mais hier einmal ein bisschen auf die Turboseite legen. Unsere Kartoffeln fühlen sich auch sehr gut an. Auf die Kartoffeln mache ich jetzt noch mal so ein bisschen Öl von dem Chimichurri. Dann kriegen die auch schon mal direkt ein bisschen Öl noch mal ab. Dann fange ich am besten schon mal an, so ein bisschen die Platte herzurichten. Auf die Maiskolben machen wir jetzt noch ein bisschen Olivenöl und ein bisschen von diesen Frühlingszwiebeln hier. Tomätchen hatte ich auch noch mal ein paar vorbereitet. Ich habe hier noch ein Salz drauf, weil ich das Fleisch gleich relativ wenig salzen werde, weil wir machen noch die Chimichurri, da ist auch noch ein bisschen Salz mit drin und da kann sich dann halt einfach jeder noch ein bisschen was nachnehmen. Hier unsere Zwiebeln. So, wie gesagt, ich würze die jetzt nur ganz wenig. Wir haben jetzt angerichtet und das sieht so, so lecker aus. Und diese Chimichurri, die riecht so lecker. Knoblauch, Olivenöl, diese Petersilie, diese Maiskolben, diese Zwiebelchen. Wow, mir läuft jetzt schon das Wasser so im Munde zusammen.
So, ich habe mal so ein Stück. Bisschen Chimichurri. Was mache ich denn? Sollte natürlich nicht sein, aber ein bisschen Zwiebelchen noch. Richtig, richtig lecker, diese Chimichurri. Da schmeckt man natürlich jetzt nicht ganz so viel vom Fleisch-Eigengeschmack, deswegen möchte ich das nochmal hier. Auch hier schmeckt man diese Black Angus, diese Korn-Mais-Fütterung, dieser nicht zu krasse Rindfleischgeschmack, aber dafür dennoch sehr leckere. Und wenn ihr Lust habt, mal das Uruguay Beef zu testen, dann guckt doch mal einfach bei uns im Shop bei www.donkane.de. Und ich lasse mir es hier einfach noch ein bisschen schmecken und wünsche euch dann natürlich auch mal guten Hunger. Euer Sascha von Donkane.